302 Meter hoch und bunt bemalt, der Schornstein des Chemnitzer Heizkraftwerks, das vermutlich höchste Kunstwerk Europas, ein Leuchtturm in der Landschaft. Ich finde ihn cool. Ein schöner Anblick. Man sieht es, wenn man reinfährt nach Chemnitz, ob man von Hof kommt oder auch von Dresden, die Esse ist zu sehen. Natürlich wurde sich auch darüber lustig gemacht, wie das damals angestrichen wurde. Weil das muss man auch erstmal durchsetzen, den so anzumalen. Und ich finde, es hat sich durchgesetzt. Es ist ein wunderbares Wahrzeichen für Chemnitz. Das ist eben das, was diese Stadt auch prägt. Wir haben eine lange Geschichte, es gibt ein paar alte Dinge und die stehen eben dann wirklich neben der jüngeren Vergangenheit. Das Schlimmste von Chemnitzer ist, glaube ich, dass er sich ständig dafür entschuldigt, Chemnitzer zu sein. Ein Professor hat sogar mal gesagt, Chemnitz ist ein bisschen wie New York. Es ist immer irgendwas los, man muss nur wissen, wo es ist und man muss wissen, wie man hinkommt. Dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Und da meine Stimme Ähnlichkeiten zu der Stimme von Udo Jürgens hat, sagt man zumindest, sind wir auf die Idee gekommen, eine Hommage an Udo Jürgens zu machen. Ich war noch niemals in New York. Was bedeutet Hommage? Es ist keine Double-Show, sondern eine Ehrerbietung. Seine Titel zu nehmen, diese neu zu arrangieren und musikalisch, künstlerisch ansprechend darzubieten. Martin Schmidt ist einer, der dafür sorgt, dass in Chemnitz was los ist. Der 36-Jährige hat auch ein eigenes Tonstudio in der Stadt. Hey, my friend. Hey, man. Hey, nice to meet you. And you? I feel fine. So, let's do. Hier arbeitet der eloquente junge Mann an seinem ersten eigenen Album. Martin Schmidt ist ein musikalisches Multitalent. Er hielt 5 Jahre Trompetenunterricht am Zwickauer Konservatorium, studierte außerdem Gesang unter anderem in einer Musical Masterclass der Arizona State University. So I can drop it back 1 dB. Yeah, only one. Mit Leib, Hut und Seele, das Motto für all seine Projekte und Aktivitäten. Für die Produktion seines ersten eigenen Albums hat er sich Ashley Slater, einen kanadischen Jazzmusiker, an die Seite geholt. Ich habe früher immer gesagt, wenn jemand mich gebucht hat und gefragt, was ich so musikalisch mache, habe ich immer gesagt, von ABBA bis ZAPPA. Und so kann ich das Album auch beschreiben. Es ist Jazz, Rock, Pop, Soul. Klassische Elemente sogar mit drin. Musik ist ja nicht so immer eng zu fassen. Wat mut, dat mut. Ashley Slater lebte und arbeitete zuvor 14 Jahre in Großbritannien. Mit seiner Band Freak Power und dem Titel Turn On, Tune In, Cop Out stürmte der Sänger und Trompeter in den 1990er Jahren in die europäischen Charts. Nach dem EU-Austritt verließ der Brexit-Gegner die Insel. I primarily came here because Martin wanted me to do some work for him. Which I was doing in Spain. Ashley kam nach Chemnitz, nachdem wir uns kennengelernt haben. Wir wollten eigentlich nur eine Woche zusammenarbeiten, um mein Album zu mixen.
Und dann haben wir viel gesprochen, viel geredet. Und er hat sich dann dazu entschlossen, nach Chemnitz zu ziehen mit seiner Frau, weil es ihm hier sehr gefällt. Spain? No. UK? Chemnitz, die europäische Kulturhauptstadt 2025, ist reich an Industriekultur. Diese denkmalgeschützte Halle gehört dazu. Gebaut 1960 als Werkstatt für den VEB-Kraftverkehr Karl-Marx-Stadt. Mitte der 1990er Jahre übernahm Unternehmer und Autohausbesitzer Andreas Wöllenstein das gesamte Kraftverkehrsareal, auch die mit 4000 Quadratmetern größte freitragende Halle der ehemaligen DDR. Andi Wöllenstein wollte das Haus abreißen. Ich habe ihm irgendwann gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du eine Eventhalle hier draus oder du baust dir den teuersten Parkplatz zwischen Bagdad und Stockholm. Glücklicherweise hat er sich dann für die Eventhalle entschieden. Der Martin hatte genau in dem Jahr, ein Jahr zuvor, als die Entscheidung getroffen ist, mit uns auch eine Veranstaltung gemeinsam geplant. Und da war schon die Überlegung, in diese damals schon freie Halle zu gehen, als das überhaupt noch nicht umgebaut war. Also er war schon ganz maßgeblich in diesem Thema. Einer der Meinungen, die ich natürlich gefragt habe und die mir wichtig waren. Es war natürlich ein Prozess, auch in der Entscheidungsfindung. Die Umsetzung hat länger gedauert, als man geplant hat. Es ist auch teurer geworden, als es ursprünglich geplant war. Da gab es schon Momente, wo ich auch mal geflucht habe. Aber jetzt freut man sich, dass man da auch konsequent geblieben ist und dass wir es auch in den Details auch bis zum Ende mit viel, viel Liebe dann so umsetzen konnten. Chemnitz ist eine wunderschöne Größe. Es ist keine Kleinstadt, es ist keine richtige Großstadt. Man kennt sich, man kann viele Themen hier nach vorne treiben. Man hat hier viele, viele Möglichkeiten. Man hat tolle Mitarbeiter. Man kann hier kreativ sein. Also Chemnitz ist für mich persönlich ein Glücksfall gewesen. Ich bin 1998 hier nach Chemnitz gekommen. Und es hat sich aber nie die Frage gestellt, dass ich wieder weg will. Insofern, nein, es war nicht geplant. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Industriekultur und neu erwachtes Leben vereint auch dieses Chemnitzer Gebäudeensemble. Wo Mitte des 19. Jahrhunderts der Unternehmer Louis Ferdinand Schönherr die industrielle Serienproduktion von Webstühlen zur Herstellung von Tuchen und Möbelstoffen etablierte, entsteht heute aus diesen Fäden ein ganz besonderer neuer Stoff. Hier wird künstlicher Schnee gewebt. Mit dem wird im Winter ein Schnippchen geschlagen. Gründungsmitglied und Chef der innovativen Firma ist der gebürtige Chemnitzer Jens Reindl. Die historischen Stätten habe ich schon immer angezogen und auch in ihren Bann gezogen. Und dass wir jetzt mit unserer Produktion hier an so einen Standort gekommen sind, macht mich doppelt glücklich, denn einerseits führen wir die Tradition fort, die Stadt groß gemacht hat. Wir machen Textiltechnologie bzw. setzen Textiltechnologie ein, um innovative Produkte auf den Markt oder in die Welt zu bringen. Andererseits machen wir das sogar dort, wo der Wohlstand der Stadt, wo das Wachstum der Stadt seinen Ursprung hatte. Bei Mr. Snow wird weltweit einzigartig textiles Gewebe produziert, dessen Eigenschaften dem Naturschnee sehr nahe kommen. Bei dir läuft? Ja. Reibungsfrei? Okay. Die Idee, Schnee künstlich nachzuempfinden, ist nicht neu. Mit diesen Matten aber, die inzwischen in aller Herren Länder exportiert werden, hat 170 Jahre nach Louis Ferdinand Schönherr erneut ein Chemnitzer Unternehmer nicht nur den Engländern eine Weltneuheit präsentiert. Es gibt verschiedene Konzepte und in England hat gefühlt jede Firma versucht, irgendwas zu machen, was dem Skifahren nahe kommt. Da gibt es Bürsten, die hingelegt werden. Es gibt sogar regelrecht Besen, die verkehrt rum aufgebaut wurden, um da drüber zu fahren. Es gibt aber auch Matten mit Stegen, die nach oben schauen. Also es gibt ganz verschiedene Systeme, allerdings alle mussten dort bewässert werden. Ohne Bewässerung kommt auch der Belag nicht aus, auf dem in der warmen Jahreszeit die Skispringer landen. Dazu kommt, für den Winter muss der Belag zusätzlich mit Schneefangnetzen präpariert werden.
Die Matten von Mr. Snow funktionieren ohne Netz und überall, auch wenn Schnee darauf gefallen ist. Wir haben mit einem speziellen Kunststoff ein Material entwickelt, auf dessen Bergspitzen der Ski gleitet. Und in den Tälern kann der Ski eintauchen, die Kante kann greifen. Studiert hat der Wirtschaftsingenieur Jens Reindl an der TU Chemnitz und sich dort schon auf Management und Innovationen spezialisiert. Ja, mittlerweile sind wir sehr flexibel, da wir alles selbst produzieren. Wir können verschiedene Farben, aber noch viel wichtiger, wir können verschiedene Musterungen machen. Wir können für die Kunden spezielle Entwicklungen angehen, weil wir alles in einer Hand haben. Wir lassen Rohmaterialien anliefern. Die werden übrigens auch in Deutschland gefertigt, also auch hier kurze Wege. Und der Rest wird alles bei uns am Standort umgesetzt. Der Standort mit Turm und 8 Gebäuden steht seit 1992 unter Denkmalschutz. Er hat nach der deutschen Wiedervereinigung, wie so viele ehemalige DDR-Betriebe, eine bewegte Geschichte. Nach misslungener Treuhandprivatisierung des VEB-Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt retten letztlich eine Unternehmensgruppe aus Wien und die Stadt Chemnitz das Areal. Steve Tietze vom Schönherr Fabrikmanagement auf dem Weg ins einzige noch nicht sanierte Gebäude. Vor 25 Jahren gehört es ja schon mit zum Standort. Und wir haben das damals aus einer Not heraus verkaufen müssen, damit wir im Prinzip Fördermittel bekommen für den ersten Bauabschnitt. Und die Fördermittel gab es nur, wenn man auch 50% Eigenkapital mit zuschießen konnte. Und wir hatten damals kein Geld und deswegen hat das damals die Gebäudewirtschaft als Tochter der Stadt uns abgekauft. Und jetzt haben wir das nach 25 Jahren endlich wieder zurückgekauft, weil es auch zum Standort gehört. Es gehört einfach mit dazu. Und wir wollen das natürlich auch weiter sanieren. So wie wir unseren bisherigen Standort Schöne Fabrik saniert haben, so möchten wir das Gebäude auch weiter sanieren. Viel Freiraum für weitere Mieter und Branchen. Derzeit haben sich bereits mehr als 110 Unternehmen mit über 1000 Arbeitsplätzen in der Schönherr-Fabrik angesiedelt. Ein bunter Mix aus produzierendem und Dienstleistungsgewerbe. Und Interessenten für die Flächen und Räume in diesem Haus gibt es bereits reichlich. In erster Linie sind das Chemnitzer Unternehmen. Und das ist natürlich das Besondere an dem Standort hier, dass wir ein ganz individueller Industriestandort sind. Das heißt, die Mieter haben, Sie sehen es hier, das ist ein Rohbau. Und die Mieter haben hier die Möglichkeit, ihre Flächen selber mitzugestalten im Rahmen der baulichen Möglichkeit. Also es gibt ja keine fertigen Büroflächen, die gab es noch nie am Standort, sondern es war ja früher mal Webstuhlbau. Und die Mieter konnten im Prinzip mit uns gemeinsam die Flächen individuell entwickeln. Belebte Industriekultur findet sich in Chemnitz aller Orten. In diesem Haus wurden früher Strümpfe veredelt. Heute ist der Speisesaal der ehemaligen Produktionsstätte die Küche der Künstlerfamilie Düber-Kummer. Beate Düber vom Kulturhauptstadtverein Institut Ostmoderne hat hier ein neues Chemnitzer Produkt kreiert. Ihre Chemnitzer Platte soll Appetit auf 2025 machen. Ist doch eigentlich cool, wenn man dann so ein bisschen mit diesen Vorurteilen spielt und auch etwas aufgreift, was Chemnitz natürlich zuhauf zu bieten hat, nämlich den Plattenbau. Und dann eben eins dieser Plattenbauteile im Verhältnis 1:30 vielleicht als Betonstück, so sieht es ja zunächst aus, anbietet. Die Plattenkekserfinderin reflektiert dabei ganz eigene Erfahrungen mit dem Plattenbau zu Hause. Also ich bin als Kind selbst in einer Dachgeschosswohnung aufgewachsen und manche Freunde hatten eine Altbauwohnung, dort habe ich mich gefürchtet. Dort war es kalt und dunkel und meine Kumpels, die im Plattenbau gewohnt haben, allerdings nicht hier in Chemnitz, sondern in Weimar, da war es hell, es war warm, man hörte, was die anderen machten. Das hatte irgendwie so ein schönes Gefühl von Vertrautheit als Kind. Draußen war Platz. Weitläufig mit Nachkriegs-DDR-Architektur, das ist das Chemnitzer Stadtzentrum. 1945, fast völlig zerstört, wurde es neu aufgebaut. Den Karl-Marx-Städtern hat es damals durchaus gefallen. 1971 sendet das DDR-Fernsehen die Unterhaltungssendung Schlager einer großen Stadt aus der sächsischen Industriemetropole.
Ich bin gebürtige Karl-Marx-Städterin, da gefällt mir natürlich sehr vieles. Mir gefällt so alles, was jetzt wieder aufgebaut worden ist, denn ich habe ja auch mal mit dir aufgebaut. Was gefällt dir in Karl-Marx-Stadt besonders gut? Ja, die neuen Häuser und so. Ich denke, das neue Hochhaushotel und überhaupt die großzügige Bauweise. Also ich erkenne Karl-Marx-Stadt überhaupt nicht wieder. Und die Sportstätten und unsere Sportler, die wir in Karl-Marx-Stadt haben. Ein Vorgänger des von Beate Düber nachempfundenen Plattenbaus war über Jahrzehnte das Zuhause einer Frau, die als Eiskunstlauftrainerin für weltweiten Ruhm ihrer Heimatstadt sorgte, Jutta Müller. Inzwischen ist sie hochbetagt in die Nähe der Familie nach Berlin gezogen. Jetzt sind hier Depotchef Volker Schriever und Restaurator Lars Erhardt vom Chemnitzer Schlossbergmuseum am Werk. Das Museum wird viele spannende, ganz persönliche Zeitdokumente und Gegenstände zunächst ins Depot übernehmen. Von der Frau, die nicht nur Katharina Witt zum Olympiasieg, zu Weltmeister- sowie Europameistertiteln und Medaillen führte. Frau Müller ist eine ganz wichtige Person der Stadtgeschichte. Die hat die letzten Jahrzehnte hier ganz entscheidend mitgeprägt, hat zur Bekanntheit der Stadt beigetragen. Und es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass sowas in eine stadtgeschichtliche Sammlung reinkommt. Und wenn auch die Familie sagt, wir möchten gerne, dass das für die Allgemeinheit bewahrt wird, dann sind wir natürlich sofort präsent und sind jetzt hier dabei, die Dinge erstmal zu sichten. Bilder vom letzten öffentlichen Auftritt der Chemnitzer Ehrenbürgerin. 2018 hatte ihr Chemnitzer Verein zur großen Eisshow anlässlich ihres 90. Geburtstags geladen. Übernommen vom Schlossbergmuseum wird auch das Art Deco-Möbel. Es hatte nach dem Tod ihrer Eltern rund 6 Jahrzehnte die Müllersche Wohnung ganz oben im DDR-Achtgeschosser geziert. Selbst die Möbel, das ist Familiengeschichte Müller, das ist faktisch ein Möbel, was ihr Vater angeschafft hat, ungefähr 1930. Und das hier in dieser Familie bis zum Schluss eigentlich bewahrt und gepflegt und gehegt wurde, da ging man nur zu Feiertagen rein. Das war die gute Stube, wenn man so wollte. Und alleine das ist ja schon mal historisch unheimlich interessant. Historisch einmalig ist auch die sportliche Familiengeschichte. Denn Jutta Müllers Tochter Gabi Seifert begründete in den 1960er Jahren als mehrmalige Welt- und Europameisterin sowie olympische Silbermedaillengewinnerin die Karriere der Mutter als erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt. Das ist ein schönes Tischchen mit Intarsien. Noch so ein Saxophon irgendwie dazu, das würde ganz gut passen, glaube ich, dazu. Ich weiß nicht, ob mir was einfällt. Hat irgendjemand ein Stimmgerät gesehen? Familiengeschichte schreiben auch diese beiden Chemnitzer. Sie bewegen sich allerdings auf ganz anderem künstlerischen Terrain. Vater Gerd und Sohn Paul Ulbricht, sie holen die Chemnitzer und ihre Gäste zum Lachen in den Keller der alten Markthalle. Die urige Spielstätte des Chemnitzer Kabaretts. Die zwei Generationen Ulbricht sind nicht nur Gesellschafter des kleinen Kunstunternehmens, sondern stehen selbst mit eigenen Texten und Songs auch auf der Bühne. Sagen Sie, warum erzählen Sie mir das eigentlich alles? Weil ich A, heute ausgesprochen gute Laune habe und B, Sie erinnern mich irgendwie an meinen Sohn. Ach, der ist auch in der Versicherungsbranche tätig. Leider nicht. Er ist völlig abgestürzt in letzter Zeit. Oh, oh ja, das tut mir leid. Also das mit den Drogen ist wirklich ein Riesenproblem heutzutage. Ja. Wenn es nur Drogen wären. Der macht jetzt Kabarett.
Es ist nicht so, dass der Vati mich in die Richtung gedrängt hat. Er hat das immer unterstützt, aber es musste immer von mir selber kommen. Und dazu kommt noch das ganze Thema Musik. Ich bin ein musikalischer Mensch schon immer gewesen. Früher dachte ich, von zu Hause arbeiten wäre klug. Doch momentan habe ich erstmal von Homeoffice genug. Hab das Riesenglück, dass ich auf der Bühne Musik machen darf und schreibe dafür hier fürs Kabarett selber Lieder. Mit meinem Vati zusammen ist ein Riesentraum, der dann in Erfüllung geht. Das macht für mich den Job aus. Und wenn man selber daran Freude hat, dann denke ich, transportiert sich das auch ans Publikum. Man macht hier keine Geschichtsvorlesungen, man wird hier niemanden aufklären. Aber wenn jemand nach der Vorstellung mal kommt und sagt, ja, also ich habe da eigentlich eine harte Meinung gehabt, aber ihr habt es geschafft, dass ich noch mal doch vielleicht ein bisschen über das Thema nachgedacht habe. Ich denke, da kann man schon zufrieden sein und vor allem, wenn die Leute hier eine schöne Zeit haben. Heute Abend geht's ins Chemnitzer Kabarett, da wird mal wieder schön gelacht. Paul absolvierte nach dem Abi eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, wechselte später auf die Kabarettbühne. Gerd Ulbricht ist Schauspieler und kam in turbulenten Zeiten Anfang der 1990er zum Chemnitzer Kabarett. Vom Sachsenland, das ist mein. Hier werde ich verbrannt. Bin ich einst gestorben. Begrab mich am Brühl, weil ich für immer meine Ruhe haben will. Weil ich für immer meine Ruhe haben will. Wir waren ja bis dahin ein richtiges städtisches Theater, es war ein A-Theater. Und dann wurden wir in die Privatisierung gedrängt, muss gesagt, das muss privat sein, es gibt keine Unterstützung mehr für solche kleinen Theater. Also in dahingehend war es eine schwierige Zeit. Aber schwierige Zeiten haben wir ja immer wieder durchlebt in den letzten 30 Jahren, muss ich mal so sagen. Das Erstarken der AfD, als die AfD in den Bundestag zog und wir eine klare Stellung dazu bezogen haben, dass wir mit der Partei nicht allzu viel am Hut haben. Da sind uns auch Leute weggeblieben. Die haben mit den Füßen abgestimmt, wie man so schön immer sagt. Und das ist dann eine Frage, wo man dann einfach Haltung beziehen muss und sagen, okay, da geht es uns eben wirtschaftlich schwieriger, aber wir werden von unserer Haltung nicht weggehen. Das willst du machen mit den Säcken? Das machen wir mit den Säcken. Dass es noch was zu lachen gibt an der Stelle. Dass es Paul nicht wie andere junge Leute aus der Stadt weggezogen hat, ist für Gerd Ulbricht nicht nur als Vater ein Glücksumstand. Ich weiß es ja nicht. Natürlich ist es unheimlich schön, mit seinem eigenen Sohn auf der Bühne zu stehen oder mit seiner eigenen Tochter, wer die hat. Das ist natürlich irgendwie schon was Eigenartiges. Schön. Wir haben jetzt die komfortable Situation, dass immer mehr junge Menschen auch zu uns kommen. Jung ist natürlich in Chemnitz auch eine relative Sache. Ne? Gut, mit 36, man kommt sich natürlich mit 36 noch eine alt vor. Ne? Vor allem nicht in Chemnitz. Ne? Das naja, in der ältesten Stadt Europas. Also da bin ich ja fast noch ein Baby. Ne? Es kommen erstaunlich viele Leute jetzt mittlerweile zu uns, die noch nie bei uns waren, nach den vielen 30 Jahren. Sagen, wir wussten gar nicht, dass es das hier gibt. Also da passieren ein paar Dinge, die zurzeit einfach schön sind. Beate Dübers Baby, die Chemnitzer Platte, ist fertig und kann, nachdem sie abgekühlt ist, verpackt werden. Partner Jan Kummer hilft mit. Präsentiert wird das Mürbeteiggebäck im selbst entworfenen und selbstverständlich ebenfalls grauen Karton, ergänzt mit einem Farbtupfer. Es ist ja ein Gebäckstück, das zwar eine graue Farbe hat, was man aber nicht nur anschaut, sondern wo man auch reinbeißt. Gleichzeitig versuchen wir aber auch immer, wo wir diese Platten anbieten, den Bürger mit einzubeziehen. Also wir haben so kleine Postkarten, die geben wir dann allen, die erstmal erstaunt sind, dann kosten, begeistert sind, die Postkarte mit, weil alle auch eine eigene Variante backen können, wie sie sich die Chemnitzer Platte vorstellen.
Nicht in der Platte, sondern im Werkbau wird demnächst der Club Atomino sein Domizil haben. Jan Kummer ist einer der Gründungsväter des Atomino-Vereins. Auch in diesen Fabrikgebäuden sind heute Mieter ganz unterschiedlicher Größen und Branchen ansässig. Der Atomino-Club bietet ein abwechslungsreiches Nachtleben mit Konzerten und Tanz. In der künftigen Location ist derzeit noch Betreten verboten. Ja, das ist noch eine uralte Fabrikhalle, die eigentlich noch im Originalzustand geblieben ist. Und das eignet sich natürlich sehr gut für einen Club, weil die Raumhöhe ist sehr schön und überhaupt das ganze Ambiente hat wirklich einen ziemlich einzigartigen Charakter, auch mit diesem wunderschönen Uhrenturm, der so ein bisschen an Venedig erinnert. Ja, also es ist ein wunderbares Umfeld. Mit dem Atomino zieht Kummer bereits zum 7. Mal um. Zuletzt hatte der Club im Tietz sein Domizil, mitten in der City. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Ganz anders in einer anderen, früheren Club-Location. Ebenfalls im Zentrum der Stadt, wo ein stilles Örtchen schrill und schräg noch immer an die Zeiten erinnert, als hier im Atomino-Club die Post abging. Ja, so eine schöne Besonderheit unserer Galerie ist diese Toilette. Das ist die ehemalige Atomino-Toilette. Bevor die Galerie Borsenanger hier war, gab es den Club Atomino in den Räumen. Und die Atomino-Toilette ist sozusagen originalgetreu erhalten. Und man hat hier so ein bisschen Chemnitzer Club, Kultur und Zeitgeschichte, was man hier auch sehr schön sieht an dieser Wand mit verschiedenen Tags und verschiedenen Stickern. In der Galerie ist Jan Kummer nun als Künstler präsent. Das ist seine eigentliche Profession. Seine Bilder sind das Ergebnis einer ungewöhnlichen Technik, der Hinterglasmalerei. Die hat der leidenschaftliche Flohmarktgänger für sich entdeckt, als er Volkskunstarbeiten aus der DDR auf solchen Märkten sah. Rauchende Tiere nennt er seine jüngsten Werke, inspiriert durch uralte Kinderbücher. Zum einen muss man bei der Hinterglasmalerei umdenken, weil wir ja immer das, was man vorne bei dem Bild sieht, zuerst malen muss und überdeckt das mit anderen Farben oder Materialien. Also man malt immer die erste Farbschicht, die man von vorne von dem Bild sieht, zuerst und dann überdeckt man die. Und dann gibt es dann verschiedene Schichten, entweder lasierend oder abdeckend von hinten. Und dann ist das Bild abgeschlossen. Und das, woran die meisten denken, ist immer, dass es seitenverkehrt ist. Aber das ist eigentlich das geringste Problem. Da gewöhnt man sich schnell dran. Aber was wirklich ein großer Unterschied zu allen anderen Techniken ist, dass es eben ganz schwer korrigierbar ist. Wenn man dann einmal was gemalt hat, dann steht das fest, weil es ist dann abgedeckt. Jan Kummer ist Autodidakt mit vielen Talenten. 1989 sorgte er mit der Elektropop-Band AG Geige für ein außergewöhnliches Konzert auf dem Markt in der Innenstadt, womit die Truppe ein Auftrittsverbot aushebeln konnte. Also die Menschen standen hier und haben dann in Richtung Schaufenster geguckt. Und in dem Schaufenster, was damals noch eine große Glasfläche war, haben wir gespielt. Zwischen dem Publikum und uns befand sich halt nur die Glasscheibe. Und die Boxen standen vor den Fenstern. Und so war das eigentlich ein schönes Open-Air-Konzert, nur mit einer Glasscheibe dazwischen. Zumindest kann man sagen, dass die Kunst- und Kulturlandschaft in den 80er Jahren in Chemnitz sehr interessant war. Das lag auch ein bisschen daran, dass Chemnitz auch damals schon immer als Industriestadt gesehen wurde und weniger als ein Kunstort. Und deswegen haben die Oberen in der DDR da eigentlich nicht so genau hingeguckt, den Eindruck hatte man immer.
Und dann hatte Chemnitz keine Kunstschulen, hat es bis zum heutigen Tag nicht. Und deswegen hat sich das Autodidaktentum in künstlerischer Richtung hier sehr gut entwickeln können. Und man hatte auch schon zu DDR-Zeiten auch als Autodidakt die Chance gehabt, hier in Künstlerbund zu kommen. Ich habe aber immer sehr geschätzt, dass die Stadt sich in einem permanenten Wandel befindet. Dass die Stadt tatsächlich noch lange nicht fertig ist und auch in absehbarer Zeit nicht fertig wird. Und das ist für jemanden, der sich mit Kunst und Kultur befasst, eigentlich eine spannende Sache. Ich habe mir manchmal so gesagt, ich habe in ganz verschiedenen Städten gelebt, ohne die Stadt zu verlassen. Ein Kleinod in der Stadt, der auch das sächsische Manchester genannt wurde, ist das Schlossbergmuseum mit der Schlosskirche. Deren Historie reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Das kostbarste Exponat ist sicherlich erstmal das Gebäudeensemble. Wir sind ja an einem der Gründungsorte von Chemnitz. Wer sich in Chemnitz umschaut, sieht, dass wir nicht so sehr viel alte historische Bausubstanz haben, also vor allen Dingen aus der Zeit vor der Industrialisierung. Und hier haben wir noch ein bisschen Mittelalter, was wir zeigen können. Hier haben wir rekonstruierte Räumlichkeiten eines alten Klosters, eines alten Schlosses. Und das ist etwas ganz besonders Wertvolles für die Stadt Chemnitz, die ja sehr stark von der Moderne auch geprägt wird. Kaum einer vermutet hier das Heilige Grab, entstanden zwischen 1480 und 1520. Nur wenige Exemplare dieser aus Holz gefertigten Prunkschreine sind bis heute erhalten. Neben seinen Dauerausstellungen präsentiert das Museum regelmäßig auch Sonderschauen. Über 40.000 Objekte sind hier im Bestand. In diesem Raum ist das Chemnitz der Kaiserzeit zu erleben. Und nun haben auch noch die Utensilien der Chemnitzer Eiskönigin hier im Museumsdepot Einzug gehalten. Die Museumsleute haben heute ausnahmsweise mal ihr Depot geöffnet, denn es haben sich ganz besondere Gäste angemeldet. Die fünfmaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Solkovi. Ja, hier haben wir zum Beispiel von der Jutta Müller ihre Schuhe, mit denen sie bis zum Schluss auf dem Eis war. Also da kann ich mich auch erinnern, da habe ich mich gewundert, wie sie noch stehen kann in diesen Schlittschuhen. Normalerweise, die sind so weich, aber die sind auch schwer. Ja, und auch hier die Möbel, die wurden auch von uns dann alle vermessen und dokumentiert im Foto. Und das könnte man, wenn man das wollte, dann irgendwann mal auch wieder rekonstruieren, so ein Zimmer. Dieses Zimmer wurde nur für besondere Gelegenheiten benutzt, ja, soweit wir das wissen. Ich kann mich an ein Blauzimmer nicht erinnern, aber an der Bar und an die Küche schon. Jutta Müller hat mich sehr herzig aufgenommen, als ich damals 2003 kam, weil sie erste, die da in der Halle war und hat gesagt, ja, da ist jemand ordentlich, macht Erwärmung. Also ich bin ja 95 nach Chemnitz gekommen. Da habe ich sie dann das erste Mal live quasi kennengelernt und war damals 16, ne? Also noch sehr, sehr jung. Vorher wusste ich wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Außer natürlich in Verbindung mit Katharina Witt, ne? Wer die Frau Müller ist und was sie dann halt gemacht hat. Und das kam dann alles natürlich viel mehr zum Vorschein für mich auch. Je länger ich dann in Chemnitz war, je mehr ich dann auch alte Bilder gesehen habe. In der Wettkampfhalle war ja auch so ein Sammelsurium von Bildern von früher, Jan Hoffmann und eben Gabi Seifert und. Ja, dann habe ich sie natürlich immer mehr irgendwo anders hingepackt bei mir im Kopf. Da hat sie dann eben auch eine gewisse Sonderstellung bekommen. Eine Ausnahmestellung im internationalen Eiskunstlauf hatten auch Aljona Savchenko und Robin Solkovi. Und das über 10 Jahre lang. Gemeinsam wurden sie 5-mal Paarlauf-Weltmeister, gewannen Europameistertitel und Medaillen. Nach ihrer sportlichen Trennung 2014, als sie zum zweiten Mal Olympia-Bronze gewonnen hatten, waren beide aus Chemnitz weggegangen. Sie erfüllte sich mit dem Franzosen Bruno Massot bei den Spielen 2018 den Traum vom Olympiasieg und arbeitete zuletzt als Bondscoach in den Niederlanden. Er verstärkte das Trainerteam von Nina Moser in Moskau, coachte in Kalifornien und Zürich, der Heimat seiner Ehefrau.
Geheiratet hatten beide 2014 in Chemnitz. Nun sind sie zurück in der Stadt, die der gebürtigen Ukrainerin und ihrem langjährigen Eispartner zur Heimat geworden ist. Und wann im Leben sagt man, man will auch zu Hause haben? Man reist überall, aber irgendwie fühlt sich nicht so wie eigenes, ja. Und da in Chemnitz mich die ersten großen Erfolge hier entstanden mit Robin und die ganzen Erinnerungen kamen von Chemnitz. Also von daher habe ich, ja, da meine Familie auch hier ist, habe ich gedacht, okay, also vielleicht ist doch die richtige Zeit, jetzt nach Hause zu gehen. Um in der Küchwaldhalle gemeinsam als Coaches Kinder wieder für diesen Sport zu begeistern. Ganz im Sinne der Eiskunstlauftrainerin-Legende Jutta Müller. Ich fand immer sie für mich als ja, Rolle, also so Vorbild und auch als Trainer. Und für mich war halt, also wenn ich mache, dann so wie Frau Müller, also wenn, dann richtig soll es sein. Es fließt natürlich alles irgendwie mit rein, ne? Also man muss natürlich im richtigen Moment auch mal pushen können, dann wieder in einem anderen Moment halt einfach mal ein bisschen die Ruhe reinbringen und so eben das Gleichgewicht schaffen, um halt aus jedem das Beste rauszuholen. Und eben die Erfolge geben halt der Frau Müller recht. Ne? Das ist, glaube ich, dann eben die harte Kunst. Dann eben, das haben wir jetzt beide auch schon ein paar Jahre versucht, jeder für sich halt das Richtige halt aus den Leuten rauszubekommen oder das Maximum. So zieht im Frühjahr 2023 ein neuer olympischer Geist in den Chemnitzer Eissportkomplex in Küchwald ein. Auch Mr. Snow, Jens Reindl, hat für seinen beruflichen Werdegang vom leistungssportlichen Training bei Jutta Müller profitiert. Er war Sachsenmeister und der jüngste Teilnehmer der ersten gesamtdeutschen Juniorenmeisterschaften. Eine Knieverletzung hatte danach seine hoffnungsvolle Karriere auf dem Eis beendet. Durchhaltevermögen, also sprich Ausdauer, das ist in einer Gründung und im Unternehmensaufbau eine ganz wichtige Komponente, weil es nie nur Sonnenschein gibt, sondern es gibt immer Auf und Ab. Leistungswille aber auch. Ich wollte immer Olympiasieger werden, als ich noch klein war. Die Karriere ist vor der Olympiade beendet worden. Aber auch jetzt geht es natürlich immer noch vorn dran dabei zu sein, im Prinzip der Erste zu sein. Wir wollen das beste Produkt am Markt haben. Und so gesehen ist auch das aktuelle Projekt sehr sportlich. Denn Mr. Snow will den arabischen Raum erobern, wo in Saudi-Arabien 2029 die Asien-Winterspiele ausgetragen werden. Wir sind mit an den Entwicklungen beteiligt. Im arabischen Raum gibt es noch viel weniger Schnee, als es in Chemnitz gibt. Man wirbt dort mit einem Schneetag im Jahr und das ist schon ein Durchschnittswert. Also man sieht dort wirklich mehr Sonne und Sand. Trotz allem will man dort Winterspiele veranstalten. Zunächst arabische Winterspiele. Wir bieten dort Möglichkeiten, die das Ganze auch realistisch, realisierbar werden lassen. Und man muss auch anerkennen, dass dort schon wieder weiter gedacht wird, als man hier in Europa noch ist, dass man das Ganze tatsächlich ökologisch nachhaltiger denkt als hier, auch wenn das erstmal ein Paradox klingt, aber dort schaut man, dass man so wenig wie möglich Energie einsetzt und die haben natürlich noch andere Möglichkeiten, diese Energie aber auch aus regenerativen Energiequellen benutzt. Das Wasser, soweit es nur irgendwie geht, vermieden, nicht eingespart, sondern vermieden wird und man somit ja, ein energieautarkes und auch CO2-neutrales Projekt dort aufbauen lässt. Nachhaltigkeit, das ist auch für das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz ein Thema.
Im sanierten Wirkbauareal ist deshalb auf dem Dach eine der ehemaligen Fabrikhallen, die nun großzügige Ausstellungs- und Aktionsfläche bietet, ein Terrassenpark geschaffen worden. Eine für jedermann zugängliche grüne Insel in der Stadt. Das war mal ein viel höheres Gebäude. Und durch die Kriegseinwirkung fehlen da zwei Stockwerke. Und das bedeutet, dass die Grundmauern hier so dick sind, dass der Garten ohne noch eine zusätzliche Ertüchtigung hier draufgesetzt werden konnte. So eine Idee mit einer Dachbegrünung, also da gibt es in Chemnitz durchaus auch noch Potenzial. Ich hoffe, das gibt so eine gewisse Initialzündung, auch mal über andere Dächer nachzudenken, die man vielleicht auch in der Art verschönern kann. Das wäre ein gutes Ergebnis. Nicht nur verschönert, sondern grundlegend saniert wird die 1864 direkt am Chemnitz-Fluss erbaute Hartmann-Fabrikhalle. 2025 werden hier die Besucher der Kulturhauptstadt im Welcome Center begrüßt und vielleicht ja auch mit einer Chemnitzer Platte empfangen. Ein Gedanke wäre natürlich auch schön, dass, wenn man 2025 es schaffen könnte, auch die Bewohner des Fritz-Heckert-Gebiets dazu animieren zu können. Ihre Chemnitzer Platten, ich sag mal so, jeder Block hat vielleicht einen Prototypen, den er an einem Tag im Sommer vorstellt. Und man kann da vielleicht durch das Fritz-Heckert-Gebiet ziehen und kann überall mal kosten und überall mal gucken, was alle so für Ideen mitgebracht haben, wie unterschiedlich das schmeckt. So eine Art Chemnitzer Platten-Volkskunstfest, sowas in der Art vielleicht. Auch im Schlossbergmuseum wird über 2025 gefachsimpelt. Wo und wie soll dann die grandiose Lebensleistung der Chemnitzer Ehrenbürgerin Jutta Müller gewürdigt werden? Es gibt noch keine konkreten Pläne dazu. Es kann sein, das passiert mal in einer Sonderausstellung. Vielleicht gibt es mal wieder eine Sportausstellung. Wir haben auch vor, im Kulturhauptstadtjahr hier eine große Ausstellung zum Thema Karl-Marx-Stadt zu machen. Klar ist dagegen jetzt schon, dass nur ein paar Meter weiter im Chemnitzer Küchwald-Eissportkomplex auch der Kunstlauf international werden wird. Und das, obwohl der Eiskunstlauf hier seinen nationalen Bundesstützpunktstatus erstmal verloren hat. Also die Aljona hat ihre Erfahrungen im Ausland sammeln können, ich habe Erfahrungen im Ausland sammeln können. Und eine Situation, wie sie hier ist, das würde im Ausland keiner verstehen, dass das irgendwie was Negatives sein soll. Die würden alle denken, jawohl, das habt ihr doch jetzt alle Möglichkeiten, um eben was Neues entstehen zu lassen. Etwas Altes, aber neu Entdecktes soll im europäischen Kulturhauptstadtjahr möglichst auch ausgegraben und in Chemnitz auf die Bühne gebracht werden. Wir wollen gerne, wenn es klappt, eine Uraufführung einer Operette machen, eine Welturaufführung einer Operette. Diese Operette ist von Benatzky und die haben wir gefunden und keiner kennt sie. Und in Kooperation mit dem Wacken Open Air ist im Kraftverkehr ein kleines Metal-Festival geplant. Die Vorfreude auf 2025 ist jetzt schon groß. Das ist ein Glückstreffer für uns. Es ist eigentlich der Hauptgewinn. Ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch, dass es uns gelingt, das Bild, was Chemnitz eigentlich verdient hat, auch nach außen darzustellen. Wir sind deutlich besser als unser Ruf. Und wenn uns da noch der Funke noch überspringt und wir auch Lebensfreude unseren Gästen hier vorleben können, und da bin ich optimistisch, dann wird das eine ganz tolle Geschichte. Der bunte Schornstein, der ist 2025 dann endgültig nur noch Kunstwerk und gleichzeitig Zeugnis der Industriegeschichte. Denn die Kohle wird dann in Chemnitz längst durch ein modernes Motorenheizkraftwerk abgelöst sein.